Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Incubation Battle Isle Phase 4 The Wilderness Missions, der Mission bzw. dem Let's Play, dem eigenen Let's Play zu der Mission Into the Green, die mittlerweile in die 58.000. Runde geht. Ich habe jetzt Speicherstand, was war das gerade, 3 glaube ich geladen. Ja, 3 geladen. Weil da noch keiner Panik war, das fand ich schon ganz gut. Oh, oh, warte mal, hier sind aber ganz schön viele. Runde 21. Ist das sinnvoll? Was sind Temp 2? Runde 20. Hm. Da ist einer da. Da ist einer da. Und ist irgendwie in Panik gerade? Nee, das. Geht's los? Ja, ist egal. Komm, bleiben wir bei Temp 3. Dann bin ich zumindest relativ weit. Mal gucken, wie weit wir da weiterkommen. Ich habe beschlossen, einmal mal zu versuchen, mich irgendwie mal mehr vorzubewegen, als irgendwelche Leute umzubringen. Dann kriegen wir halt ein paar Schadenspunkte. Dann ist es halt so. Wir gehen gerade mal hier vorne hin. Ich höre Sie, Sir. Einmal als Experiment, mal gucken, wie das läuft. Du gehst dann. Warte mal, wie sieht's bei dir aus? 9 von 15, okay. Yeah. 5. Okay, du hast eine schwere Rüstung an, das ist gleich mal schlecht. Dann geh du doch mal hier vorne hin. Jawohl, Sir. Du gehst dann dahin. Du gehst hier hin. Roger, Sergeant. Okay, du bist. Ja, irgendwie hier. Okay, da wird auch immer auf euch geschossen werden. Das wird nicht lustig für euch, das kann man schon mal so sagen. Ah ja, du bist schon wieder fast tot. Geil. Dann heil ihn noch erstmal so ein bisschen. Ich mach's kurz ein bisschen kürzer. Mit der Heilanimation, weil ich muss es jetzt nicht jedes Mal sehen. Genau, dann drehst du wieder in diese Richtung, falls jemand auf dich schießen möchte. Du kannst einmal hier schießen. Ach komm, schieß mich nochmal. Naja, gut. Und wir warten ab, was passiert. Stirbt jemand? Natürlich schon mal Schadenspunkte von da hinten. 5 Stück, immerhin. Okay, jetzt geht auf dich. Das müssen wir auch ein ganz entferntes Ziel. Er trifft und macht auch noch Schaden. 7 Punkte. Das ist schlecht, weil noch ein weiterer ist er, glaube ich, tot. Okay, sie wird. Ah ja. 2 Leute müssen noch schießen und er ist tot. Okay, das war nicht ideal. Der ist auch tot. Okay, okay, okay. Aber es sind die Querlaser, die schießen. Okay, gut zu wissen. Was heißt jetzt Temp 3? Ja, Temp 3. War man sich schon mal gar nicht. Ja, war jetzt nicht gut. War jetzt aber auch nicht grottenschlecht. Abgesehen davon, dass 2 Leute gestorben sind. Das heißt, ja, du schießt halt nur einmal. Gehst dann vielleicht einfach mal hier hin. Und jetzt? Heilst dich. Yes, Sergeant. Genau, du drehst dich mal in die Richtung und heilst, wo du nur kannst. Okay. Das war recht dumm gerade, aber egal. So. Du hast eine super starke Rüstung, das heißt, du gehst hier. Warte mal. Ja, du gehst hier vorne hin. Du wirst leider ziemlich attackiert, das ist nicht so geil. Deswegen gehst du mal. Ja, doch, geh mal dahin. Dass du wenigstens frontal stehst. Du bist hier hin. Okay, Sir. Du brauchst gar nicht heilen. Ja, dann kannst du jetzt einmal schießen. 6 Punkte. Oh, war sehr angenehm. Und du guckst mir in die Richtung. Jetzt hoffen wir, dass keiner stirbt. Aber es geht schon los mit 3 Punkten. Na, vielen Dank auch. 0 und nochmal ein Punkt. 4 Punkte, eben waren es 5, soweit ich weiß. Jetzt kriegst du von hinten. Ne, kriegt der andere von hinten auch Schaden. Aber der hat eigentlich eine schwere Rüstung an, dachte ich. Okay. Das ist noch in Ordnung. Das ist sogar ganz hervorragend. Er ist natürlich das Problem, weil er eine schwache Rüstung an hat. Aber er hat überlebt. Das habe ich gerade nicht gesehen, was gerade passiert ist. Und jetzt dürfte aber auch keiner durch den Laserstrahl sterben. Und wir sind schon. Es ist just bad. Ja, ich glaube, wir sind schon weiter vorgedrungen als vorher überhaupt. Das heißt, wir speichern es kurz mal auf Temp 4. Ist einer in Panik hier? Nein, okay. Das heißt, ihr beide seid so. Mhm. Du wirst attackiert. Das ist in Ordnung für mich, wenn ich ehrlich bin. Du kannst dich auch mal kurz da hinstellen und kannst schon mal einmal schießen. Und dich dann heilen.
Ja, du könntest auch versuchen, ihn zu heilen. Ihr beide werdet die ganze Zeit Dauerfeuer machen können, glaube ich. Heil trotzdem mal. Ja. Ja, okay. Dann geh bitte mal dahin. Gut. Eigentlich wäre es super, wenn du dich jetzt mal... Ah, das ist gar nicht mal schlecht. Wenn du dich jetzt mal aus der Schussreichweite begeben kannst, weil wir sind ja schon fast da, fällt mir gerade so auf. Du gehst kurz mal völlig hier raus. Du gehst auch mal hier raus. Geht's los? Ja, es geht los. Du gehst... Ha. Warte mal, ihr da hinten seid schon mal nervig. Das ist schon mal korrekt. Wirst du es überleben noch ein weiteres Mal? Warte mal. Ah, das ist auch kacke gerade. Okay. Es geht los. Bin ich vielleicht jetzt nicht ganz konsequent, aber ich heile dich kurz mal. Dreh mich dann in die Richtung, geh mal Verteidigungsmodus, dass du vielleicht ein bisschen aufgehalten wirst. Du gehst... Stellt sich hier hin. Und wir hoffen, dass es alle überleben, wie immer. Null. Ich bin schon froh, dass du auf ihn schießt, nur. Weil der ist bald in Sicherheit, auch wenn er 7 Punkte Verlust hat gerade. Das ist schlecht, von hinten angegriffen zu werden. Und das ist das größte Problem, glaube ich, gerade. Oh, er hat 8 Punkte gerade. Und er lebt. Er lebt auch noch und wird es auch überleben, schätze ich mal. Ach, Verteidigungsmodus, stimmt. Leider ohne Effekt bisher bei mir. Außer den natürlich. Das ist schlecht. Okay, 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 okay. Okay, da... Alter Schwede. Jetzt gingen gefühlt alle Laser gleichzeitig los. Das müssen wir gerade mal checken, ob das gerade so gut war. Du bist auf jeden Fall gestorben, als du hier warst. Okay. Warte mal. Gibt es einen Laser, der hier unten ist? Nee. Dann war es wahrscheinlich der Laser, der hier oben war. Okay. Gut. Allzeit bereit, Sir. Geh du bitte mal hier hin. Und jetzt? Ja, und jetzt schießt du mal. Ja, nee, wäre echt ganz gerne, wenn du wenigstens einmal Schaden machen würdest. So, so viel Spaß muss sein. Ich finde es schade, dass man leert jedes Mal einen anderen Herren da gerade hat, der einen Punkt zum Erreichen. Dann heilst du dich gerade mal. Du kannst dich dann da hinstellen und... Warte mal, nicht hier hinstellen, weil der Laser geht ja los offensichtlich. Dann stell du dich mal hier hin. Und heil ihn einmal durch. Ja. Wunderbar. Genau, du musst auf jeden Fall hier weg. Aber wenn der Laser hier losgeht, kann natürlich auch sein, dass der Laser hier losgeht. Ha. Und hier unten ist auch noch einer? Da ist auch noch einer. Einer von den beiden Lasern geht los, das ist natürlich nicht so glücklich. Ha. Okay, hoffe einmal, dass du es nicht bist. Ja, Sir. Gut. Du bist mit deinen neuen Punkten vielleicht nicht so gut aufgestellt. Heil ihn bitte einmal. Dann dreh dich in die Richtung und geh in Feuerposition. Du gehst. Guckst einfach allgemein in diese Richtung. Und du wirst. Ha. Kannst du von hier aus ebenfalls in die Verteidigungshaltung gehen? Nee, kannst du nicht, weil hier bist du geschützt wiederum. Okay. Gut, dann guck hier mal nach vorne. Ja, dann kannst du schon schießen und dann gehst du in Verteidigungshaltung. Mal gucken, was das wirkt jetzt gerade. Bradford von vorne attackiert, was völlig in Ordnung ist. Weil er eine schwere Rüstung trägt und eigentlich keinen Schaden mit behalten sollte dadurch. Von hinten allerdings ist das was anderes. Mit etwas Glück ist der Herr aber gleich tot hier. Kann nur zwei Schüsse machen. Kann er gar nicht. Verdammter Mist. 9 Punkte. Okay, Brad ist tot. Ja, okay. Jetzt können wir gleich nochmal gucken, welche Laserstrahl ich nochmal losgehen. Ja.
Wäre mir sehr daran gelegen, wenn nicht immer Brad sterben würde. Aha. Okay. Da, wo ich Leute hingestellt habe, das war schon mal ganz gut. Das werde ich tun, denn Blut ist mir nämlich völlig egal. Jawohl, Sir. So, also. Da ich dich hier hingestellt habe, geht wahrscheinlich der Laser da oben los und nichts anderes. Gut, wie wär's, wenn ich dich hier einfach hinstelle? Erledigt, in diese Richtung gucken, dann halte dich aber da einmal. Das ist doch ganz schön. Dann kannst du, wie gesagt, obwohl, du kannst auch eigentlich hinstellen. Okay. In Verteidigungshaltung gehen. Ja. Oh, warte mal, du kommst hier gar nicht raus. Hier wäre gerade so auf. Das ist natürlich schlecht. Dann, okay, so. Dreh dich halt in die Richtung. Schieß schon mal. Schieß nochmal und komm. So. Machst du einfach so gleich. Wunderbar, deine Waffe ist heiß gelaufen. Das ist nicht ideal, aber muss man halt mal so hinnehmen. Dann kannst du ihn gerade mal einmal heilen. Right. Ja, du schiebst dich mal dorthin. Und heilst. Du kannst gerade überhaupt nicht schießen. Ihr steht sowieso alle völlig blöd da hier. Warte mal, wie wär's, wenn du dich einfach da hinstellst? Ach, ist eigentlich völlig egal. Ihn heilst natürlich. Aha. Dann gehst du hier hin, du musst ja aus dem Weg gehen. Und kannst einmal schießen. Und dich noch einmal heilen. So, jetzt könnte es besser laufen. Achso, du bist ja jetzt soweit exponiert. Naja, gut. Naja, das dazu. 8 Punkte. Beim ersten Mal nur ein, beim zweiten Mal 7. Vielen Dank auch. Hatte ich nicht immer in Verteidigungsposition? Offenbar nicht in diese Richtung. Nur die andere. Jetzt aber komm, schieß mal bitte. 0 Punkte. Natürlich, nochmal 3 Punkte. Wow, ein abgezogen. Ich raste aus vor Glück. 9 Punkte. Wenn ein anderes auch noch auf dich schießt, haben wir ein Problem. Ah, er schießt auf dich. Aber da eh einer gestorben ist, haben wir an sich auch sowieso schon ein Problem. Jetzt stirbt halt endlich mal. Jetzt ist der Waffe noch heiß. Ja, okay. Wir haben wieder einen verloren. Diesmal nicht Brad, das ist ja schon mal was. Ready. Ja. Ich möchte am liebsten keinen verlieren, das ist ja der Witz an der Sache. Okay. Also dass du hier bist, ist offensichtlich nicht besonders glücklich. Weil du einfach zu oft stirbst. Oder beziehungsweise weil du einfach zu leicht stirbst. Könnte man dich nicht einfach abordnen hierfür? Okay. Du wirst einmal geheilt. Dass du ein bisschen klarkommst. Wo seid ihr? Dann gehst du in Verteidigungshaltung. Und du gehst ein Feld hier hin und ebenfalls Verteidigungshaltung. Dann müssen wir einfach ein bisschen einmal durchverteidigen. Ist es halt mal so. So. Einmal schießen bitte. Macht sogar Schaden. Vielen Dank. 4 Punkte ist gar nicht mal ohne. Ready. Und du. Wie so oft. 1, 2, 3. Hier. Und das war's. Jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben. Gerade mit den Schüssen hier. 5 Punkte, das zum Thema Glück. 7 Punkte, okay, du bist eigentlich tot schon. 9 Punkte. Komm, du bist von vorne. Und der Mann hat nicht mehr viel hier, der rote Mann. Von daher müsste er eigentlich bald mal sterben. Zumindest ist er eben gestorben. Super, Brad. Ganz fantastisch. Aber wenigstens ziehst du wahnsinnig viele Schüsse auf dich, ohne dass du Schaden bekommst. Danke, Brad. Jetzt machst du gar mal Schaden. Und, war das 9 oder war das eine 3? Ich war gar nicht nachzufragen. Du hast eben 9 Punkte Schaden bekommen, von daher, wie schlimm kann das noch kommen? Jawohl, endlich läuft hier mal ein bisschen was. Komm nochmal. Jawohl, wir tauschen 3 gegen 6. Das nur ist, du hast schon viele Schadenspunkte bekommen. Und ich habe dich sehr gern. Es stirbt immer jemand, aber ich möchte nicht, dass jemand stirbt. Es ist möglich. Ich spüre es ganz tief in mir drin. Ich weiß noch nicht genau wo. Was hast du eigentlich für eine Lulli-Rüstung an, Nox?
Wer hat es eigentlich erlaubt, mit so einer Kackrüstung hier rumzulaufen? Das muss ich kurz mal fragen. Warte mal, weißt du, was wir machen? Du heilst ihn mal um einen Punkt. Siehst du, Nox? Ah, du heilst dich um einen Punkt. Super, Nox, ey, wirklich. Jawohl, Sir. Und dann haust du auch noch ab hier. Hm, vielen Dank. So, Rock wird die ganze Zeit attackiert, das habe ich begriffen. Geht klar, Sir. Nee, warte mal. Okay. Wir können gerade nicht groß heilen. Wir machen nämlich mal gerade so eine kleine Rochade. Du gehst. Ja, hier hin. Ja, Sir. Heilst ihn gerade mal um einen Punkt. Das muss reichen. Stellst ihn ansonsten dahin und gehst in Verteidigungsmodus. Du wiederum. Stellst dich nur hier hin und gehst in Verteidigungsmodus. Du gehst. Völlig überraschend vielleicht für dich. Geh mal auf ihn los, heilst dich und wirst ebenfalls nochmal 4 Punkte geheilt, was dir immerhin insgesamt 5 Punkte gibt und was derjenigen Beschuss, der gleich kommen wird, vielleicht etwas helfen wird. So, wir sind gespannt. Brad wird attackiert. 3 Punkte, okay. Verträgt er? Von vorne ist es ein bisschen wunderlich, dass du Schaden bekommst, mein lieber Freund. Wahrscheinlich bist du schon schockiert, weil deine Rüstung nur von hinten durchgehört ist. Da hast du schnell umgedreht, hast festgestellt, dass die Löcher jetzt vorne sind, das ist auch nicht gerade hilft. Friest noch von vorne 3 Punkte Schaden. So ist das, Brad, wenn man nicht denken kann, nicht wahr? Ey, sag mal, du hast eine schwere Rüstung an. Eben war es noch scherzt, eben war ich gut drauf, aber jetzt... Nein, ich bin immer noch gut drauf tatsächlich, aber es ist tatsächlich manchmal nicht verständlich, warum die Viecher durchkommen, egal welche Rüstung ich anhabe. Also selbst die schwere Rüstung bedeutet ja offensichtlich nur, ja, woanders hin bitte. Dass okay. Ich manchmal nicht getroffen werde. Aber eigentlich immer schon. Okay. Wir machen es anders. Ich sage mal, die Leute sind mir gerade mal alle völlig egal. Du gehst bitte in diese Richtung. Jawohl, Sir. Und du guckst bitte mal in diese Richtung und hoff einfach mal, dass es so besser läuft als anders. Genau. Kannst du auf hier hinter dich schießen? Kannst du nicht. Weißt du, was du machst? Du gehst nur hier hin und wirst dich gerade mal die ganze Zeit voll krass heilen. Yes. Ja. Okay, du wiederum. Du könntest ihn theoretisch ebenso heilen. Du könntest auch einfach hier hinlaufen schon mal. Um die anderen Herrschaften hier abzufangen. Mal gucken, ob das läuft. 0 Punkte. Nix. 0 Punkte. Sehr gut. Nächstes Problem. 4 Leute schießen auf mich wenigstens. 5 Leute sogar. Okay, okay. Brad lebt. Oh, von hinten, das ist schlecht. 6 Punkte. 10 Punkte. Oh. Ah! Sollte das der Fehler gewesen sein, nur? Warte mal, der Rest hat ja überlebt. Oh, da ist gerade jemand gestorben. Gut. Das war ja, das war ja total gut gerade. Geh mal dahin. Jawohl, Sir. Dann geh du mal hier hin. Okay. Einfach mal weglaufen können. Ist wichtig, offensichtlich. Ich höre Sie, Sir. Du gehst dahin, guckst in die Richtung. Yeah. Du gehst. Ja. Yeah. Ja gut. Kein Problem. Muss dann in die Richtung gucken. Du gehst hier hin. Und jetzt. Und heilst dich. Dass nun gerade Major Rutherford diejenige ist, die hier stirbt, verwundert mich das so gerade ein bisschen. Yes, Sergeant. Okay, dann dreh du dich halt mal in die Richtung. Und dann stirbst du nicht mehr, nicht wahr? 0, 0, 0. Alles klar. Brad. Alles klar. 5 ist schlecht. Okay, ich möchte nicht ausrasten. 5 Punkte. Ja. Ah, ja. Alles klar. Gut. Red ist gestorben. Daran kann man arbeiten. Aber insgesamt ist es fast sinnvoller tatsächlich für mich einfach nach vorne zu laufen, als irgendwo rumzustehen. Warte mal, du kannst aber... Kannst du ihn heilen? Nee, kannst du nicht. Du kannst eigentlich niemanden heilen. Nichts kannst du.
Außer hast du eine schlechte Rüstung und bist hässlich, Nox. Das muss man auch mal wirklich mal sagen. Unter deinem Helm bist du... Okay, nein. Okay. Oder vielleicht doch. Du guckst bitte mal... Eine kurze Frage. Wenn du hier bist... Entstellung, Sir. Kannst du attackiert werden von denen da hinten? Kannst du eher nicht, ne? Aber du kannst hier mal kurz einmal... Okay. Wow. Bin ich froh, dass ich dich habe. Dann gehst du bitte... hier hin. Ich höre Sie, Sir. Und du gehst hier hin und wirst hoffentlich von allen Seiten total geil geschützt gerade. Yes, Sergeant. Geh doch mal bitte hier rein. Da ist das sinnvoller. Dann gehst du hier hin. Aber wenn du da reingehst, hast du natürlich das Problem, dass zwar keiner mehr auf dich schießt, aber die beiden, die unten stehen, trotzdem noch auf jemand anderen schießen. Ach, mal gucken wir mal an, wie es läuft. Ja, Schaden, Schaden, Schaden. Red kriegt wahrscheinlich auch irgendwann Schaden. Und wenn er einmal Schaden bekommt, kriegst du immer Schaden scheinbar. Es ist echt so lächerlich. Das ist kulminiert irgendwann. Das steigert sich. Das ist auch wie so ein Tsunami. Da kommt aus einer ganz kleinen Welle oder mehreren kleinen Wellen, die sich irgendwie übereinander schieben. Wird dann auf einmal so ein riesiges Problem. Aber ich sehe übrigens gerade die ganze Zeit, das habe ich vielleicht gar nicht so richtig registriert, dass ja auch irgendwie diese Laser hier scheinbar, hier ist doch irgendein Laser, der losgeht. Dieser hier möglicherweise. Wenn der eh drei davon tötet, dann muss ich im Grunde genommen eigentlich nur einmal versuchen, in Deckung zu gehen, so in etwa. Dann gehst du. Ich will es noch kurz ausprobieren. Es geht los. Hier hin und schießt auf überhaupt gar keinen. Geht klar, Sir. Und du guckst mal bitte in welche Richtung eigentlich? In alle Richtungen gerade schlecht. Guck halt in die Richtung. Ja. Allzeit bereit, Sir. Du gehst hier hin und wirst dich heilen, genau. Yes. Du gehst dich hier hin. Obwohl, du kannst eigentlich auch da hinstellen. Obwohl, die schießen eh bald hier auf mich, wie sonst was. Deswegen stell dich einfach da hin. Gucken, was passiert. Ja. Okay. Alles auf Brad natürlich. Guck mal, einige können gar nicht schießen. Da ist schon ein Teufel gestorben. Ah, ist ja gar nicht alle gestorben. Naja, schade. So schön hätte es werden können. Aber schön, dass du hier bist. Wir haben dich bereits erwartet. Oder so. Dann gehen wir doch mal dahin. Geht klar, Sir. Rock. Kannst du Unterstützung leisten? Warte mal, ihr, genau. Ihr müsst nämlich jetzt rumlaufen, weil ich mir so viel seht. Haha. Übrigens, vielleicht speichern wir übrigens mal auf 5, weil es ist gerade keiner gestorben. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Bin da, Sir. Du kannst ja schon mal, genau, einmal auf dich schießen. Komm, hauen doch gleich weg. Oder auch nicht. Genau. Aber du kannst auch mal versuchen, auf ihn zu schießen. Bin froh, dass meine Leute nicht auf mich so schießen. Haha. So, der kommt nicht hier so rum. Aber ich komme hier mal ein bisschen näher. Dich Hammer, dich Hammer. So. Du bist leider in Panik. Das ist nicht so glücklich. Wie wär's, wenn du mal kurz innehältst? Okay, das ist nicht ideal. Es geht los. Heil ihn bitte mal kurz. Und es wäre schön, wenn du ihn getötet hättest. Ja, ja, ja. Ich glaube, jemand stirbt gleich. Und ich sehe, dass du es bist. Hätte eher auf Brad getippt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Gut. Laserschreiben ist aber nicht großartig tangiert. Gut zu wissen. Nee, mit dir will ich erstmal gerade gar nicht so groß in Kontakt kommen. Mir geht's nicht gut, Sir. Ja, ich weiß. Es geht los. Einmal heilen, bitte. So, dann... Ach komm, weißt du was? Okay. Wir heilen dich direkt nochmal. Wo seid ihr? Und geben dir hier einen Punkt Schaden aus nächster Nähe, was absolut lächerlich ist. So, Rock.
Stell du dich doch bitte mal dorthin. Und verteidige. Kannst du schon mal schießen eigentlich? Das kannst du. Das ist ganz glücklich. Warte mal. Nimm dir ein bisschen Koks. Und jetzt verteidigen, bitte. Ja, wichtige Frage. Kannst du ihn irgendwie erledigen? Kannst du nicht. Aber du kannst dich da hinstellen und ein alternatives Ziel bieten, indem er auch nochmal auf ihn schießt. Du gehst unterdessen dorthin, guckst dann bitte in diese Richtung, falls jemand auf dich schießen möchte, unbedingt. Und mit allen anderen sind wir ja durch, oder? Na, mal gucken, ob Red stirbt. Oder jemand anderes. 6 Punkte, sehr gut. Mindestens 7 Punkte. Insgesamt. Schade. Waffe ist heiß, okay. 2, nicht sterben. Sehr gut. 5 Punkte. Und mein Mann dürfen immer noch keiner sterben. Okay, ich mache gerade mal einen Speierstand und ja, wir sehen uns gleich wieder. Wir können mal einen kurzen Schnitt machen. Bis gleich.